Yo, was geht ab, Leute? Sane ist wieder da mit den neuen Spoilern zu One Piece Kapitel 955. Aber zuallererst mal ein fettes Sorry, dass die letzte Woche keine Videos kamen. Doch aktuell geht es bei mir auf der Arbeit ziemlich rund und ich muss einige Überstunden machen. Weswegen mir einfach die Zeit fehlte, überhaupt irgendwelche Videos machen zu können. Aber ihr sollt ja nicht ganz leer ausgehen, und zwar habe ich mir etwas gegönnt, mit dem ich meine Videos und Livestreams in Zukunft etwas aufpeppen werde. Muss zwar noch etwas an den Einstellungen fallen, vielleicht seht ihr es aber schon morgen direkt im Kapitel-Review. Aber jetzt ab zu den Spoilern. Der Titel des Kapitels lautet Enma. In der Cover-Story sehen wir die Firetank-Piraten, welche in Dressrosa Halt machen, um Vorräte zu kaufen. Alle Leute der Allianz versammeln sich im Dorf Amigasa, um dort zu trainieren. Währenddessen schafft es Ruffy, das neue Rüstungshaki zu meistern. Und hier muss ich sagen, bin ich etwas skeptisch, dass er es so schnell plötzlich kann. Ich glaube, Oda möchte wohl langsam etwas Fahrt aufnehmen in der Story. Orochi weiß bereits von dem Hafen Tokage, wo die Samurai sich sammeln wollen. Ruffy kommt mit insgesamt 200 Mann im Dorf Amigasa an, doch laut Roman schaut die Lage leider nicht so rosig aus, denn bisher haben sie 4000 Leute in der Allianz gegen die wohl 30.000 Mann von Kaido. Und das ist wirklich keine sehr gute Rechnung, da muss man nicht unbedingt ein Mathematikgenie sein. Der Tengu bekommt wieder das Nidai Kitetsu, als behält es Zoro wohl nicht. Schauen wir mal. Und wir erfahren, auf wen Tengu die ganze Zeit gewartet hat, und zwar auf Momonosuke und Hiyori, um ihnen die Schwerter Amano Harbakiri und Enma wiederzugeben. Diese beiden Schwerter sind Königsschwerter Grades, genauso wie der Shusui. Und wenn man gerade die Kraft von Enma hört, ist es echt seltsam, dass sie nur vom zweithöchsten Grad sind. Was zur Hölle können dann wirklich die höchstgradigen Schwerter für Fähigkeiten haben? Oh, oder bitte übertreib es nicht. Das Sandai Kitetsu und Amano Harbakiri wurden vom Tengu geschmiedet und das Enma und Zoros Wado Ichimonji von Shimotsuki Kusaburo. Und das Ganze ist wirklich sehr interessant. Das bedeutet also, dass die Kitetsu Schwerter nicht alle vom selben Schwertschmied stammen. Deswegen sind sie wohl möglicherweise auch unterschiedlich stark. Und das Wado Ichimonji wurde von einem Shimotsuki geschmiedet, genauso wie der Name des Dorfes, von wo Zoro stammt. Shimotsuki Kusaburo ist illegal aus Wano Kuni ausgereist vor mehr als 50 Jahren. Die Frage nur, wohin? Möglicherweise in den East Blue? Und gründete dort das Dorf mit seinem eigenen Namen. Was ebenfalls interessant dahingehend ist, ist das Sabu, wie in seinem Namen Kusaburo 3 bedeutet und Shi wie in Koshiro 4. Möglicherweise gibt es dort eine Verwandtschaft. Könnte Koshiro vielleicht ein Sohn von Shimotsuki Kusaburo sein? Shimotsuki Koshiro. Würde auch erklären, wie er an ein so berühmtes Schwert wie das Wado Ichimonji herankam. Hitetsu erwähnt nebenbei, dass wenn Zoro es schafft, Enma permanent in ein schwarzes Schwert zu verwandeln, würde es im Rang aufsteigen und zu einem Drachenschwert werden. Also hat sich meine Theorie, die ich des öfteren Mal gebracht habe, dass Schwerter, nachdem sie schwarz werden, im Rang aufsteigen, bewahrheitet. Und wieso klingt das irgendwie alles so komisch, wenn sie das so sagt? Naja gut. Zoro möchte Enma austesten und einen Baum zerteilen. Dabei zerteilt er gleich die gesamte Küste. Denn Enma entfacht das Haki eines Schwertkämpfers und schneidet mehr, als es eigentlich sollte. Würde auch erklären, wie Oden es geschafft hat, damit Kaido eine Wunde zu verpassen. Akt 2 endet und wir nähern uns Akt 3, in dem es wohl fette Kämpfe geben soll. Ich hoffe, dieses Spoiler-Video hat euch gefallen. Wenn ja, zeigt mir wie immer mit einem Like oder einem Klick auf den Abo-Button. Falls ihr kein Video mehr verpassen möchtet, folgt mir doch einfach mal auf Twitter. Link wie immer in der Beschreibung. Auf Twitter kommen immer mal wieder meine neuesten Videos und auch mal andere Posts, die ihr sonst hier auf YouTube verpassen würdet. Ich hoffe, wir sehen uns auch morgen wieder zum Kapitel-Review. Bis dahin wünsche ich euch wie immer viel Spaß und haut rein. Ciao!